Also hier auf der IFA zeigen wir unsere Vision von Kommunikation in der Zukunft, HD-Videokommunikation im Wohnzimmer. Also das heißt, man wird in Zukunft vor seinem Fernseher sitzen, mit Freunden und Familie auf der ganzen Welt sich unterhalten können über den Fernseher und das Ganze in bester Qualität, bester Videoqualität und bester Audioqualität. Das heißt, keine störenden Verzögerungen dazwischen, das heißt CD-Qualität von der Sprache her, so dass man den Gesprächspartner sehr gut verstehen kann und auch Nebengeräusche oder Musik ganz natürlich klingen. Und das heißt eben auch eine sehr gute Videoqualität, also HD-Videoqualität und das Ganze über eine ganz normale DSL-Leitung. Das Neue ist tatsächlich die Videoverarbeitung hier, das zeigen wir jetzt erstmals auf der Messe. Audio hatten wir bisher immer schon diese gute Qualität. Das Neue ist, dass wir das Videosignal verarbeiten mit einem H264-Codec, live encodieren und das Ganze mit einer sehr niedrigen Verzögerung. Das heißt, wir können bei einer Datenrate von unter 2 Megabit ein HD-Video übertragen und das nahezu in Echtzeit. Und das ist wichtig für die natürliche Kommunikation, denn nur wenn die Verzögerung sehr niedrig ist, dann hat man wirklich das Gefühl, als wäre man mit der Person im gleichen Raum. Und dazu haben wir den H264-Codec optimiert auf eine niedrige Verzögerungszeit und wir haben eine Frame-Grabber-Karte entwickelt, um nochmal die Verzögerungszeit minimieren zu können. Und in Kombination erreichen wir eben da Verzögerungszeiten von unter 100 Millisekunden. Und solche niedrigen Verzögerungszeiten waren bisher immer nur realisierbar, entweder über eine sehr hohe Datenrate oder über sehr teures Spezialequipment. Also diese Technologien, sowohl die Codec-Optimierung als auch diese Frame-Grabber-Karte, die haben wir selber entwickelt, die Karte auch selber entwickelt, und zwar im Rahmen eines EU-Projekts. Das EU-Projekt heißt Together Anywhere, Together Anytime. Und innerhalb dieses EU-Projekts haben wir diese Videotechnologie entwickelt. Und das Ziel von diesem EU-Projekt ist eben gerade solche Szenarien, wie wir sie hier auf der IFA zeigen, zu erforschen und zu realisieren, die Technologie dafür zu realisieren. Also Kommunikation im Wohnzimmer mit Freunden, mit Familie weltweit. Die Vision wäre, dass man das mit seinem Fernseher machen kann oder mit seiner Stereoanlage, die man zu Hause hat und die an den Fernseher angeschlossen ist. Das ist so das Ziel des Ganzen, dass man also wirklich sich nur noch vor den Fernseher setzt und dann mit seinen Freunden, Familien sprechen kann. Der Fernseher wird dann natürlich die entsprechende PC-Technologie mitbringen müssen, damit man das realisieren kann. Im Moment verwenden wir einen handelsüblichen PC für diese H264-Kodierung und für die Audioverarbeitung. Also im Prinzip tut es da jede Kamera, die ein HD-Videobild erzeugen kann. Also das können ja die meisten Webcams heutzutage auch schon. Also in diesem EU-Projekt geht es ja einerseits um die Kommunikation zwischen Menschen. Also das ist so unser Part. Das heißt, Audioqualität, Videoqualität muss stimmen, damit man natürlich miteinander kommunizieren kann. Worum es auch geht, ist zum Beispiel Spiele, Plattformen zu entwickeln, um gemeinsam zu spielen über weite Entfernungen hinweg. Da ist ein Projektpartner mit in dem EU-Projekt, nämlich Ravensburger, die da eben mitarbeiten und Mitspiele entwickeln, damit man gemeinsam die Lösungen, damit man gemeinsam spielt und gemeinsam Lösungen erarbeitet in diesem Spiel. Der Codec an sich, der ist wirklich für Kommunikationsanwendungen jetzt von uns speziell optimiert worden. Im Prinzip ja, genau. Also man könnte einen Skype-ähnlichen Dienst aufbauen mit diesen Komponenten, sowohl mit dem Audio-Codec als auch Video-Codec, ja. Theoretisch ja. Also man kann diesen H264-Codec, der auf diese niedrigen Verzögerungszeiten optimiert ist, für alle Anwendungen nutzen, wo das eben in Frage kommt. Wobei im Moment der nur in diesem EU-Projekt Verwendung findet, weil er speziell für diesen Einsatzzweck auch optimiert wurde. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt keine Möglichkeit, ihn in ein Mobiltelefon im Moment zu integrieren, weil dafür ist er nicht optimiert, sondern im Moment ist er optimiert für den Einsatz in diesem EU-Projekt.